The Contouring Game ist gleich on Fleck, Leute. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wir fahren heute alle auf Meisterschaft. Yeah. Das habe ich den 10 Minuten beigebracht. Erstmal, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yeah! Video, yeah, checkst du? Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Caramella und hinter der Maurice ist... Kamera. Oh, yeah. Wir müssen über 2 Stunden fahren und wir machen uns jetzt erstmal ready und gleich treffen wir uns mit all unseren Tanzkollegen. Also Maurice tanzt eigentlich nicht mit, er ist nur Kameramann und hält so Schilder in die Luft mit. Kim. Ja. Ey, danke schön, Maurice, dass du auch was trägst, ne? Ich trage hier 30.000 Sachen. Das sind doch nicht meine Sachen. Ja, du kannst mir aber gerne helfen. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zur Tanzschule. Da treffen wir uns erstmal mit allen und feuern uns nochmal ein bisschen an, dass die Motivation in uns reinkommt, denn es ist ja ein Leistungssportturnier, ja? Ja, es ist wirklich Leistungssport. Maurice, da ist Tischtennis mehr Leistungssport. Was? Tischtennis. Tischtennis ist auch Leistungssport, ja. Achso, das ist auch, ja, dann ist es ja nicht schwierig. Ey, du hast doch keine Ahnung. Das ist das beste Wetter einfach, ne? Richtig geil. Und wir werden den ganzen Tag in einer Sporthalle sitzen. Ja, super. Ja, schmeckt dein Croissant? Ey, ich bin so voll bepackt, Leute. Und Maurice gönnt sich hier erstmal sein nices Croissant. Leute, wird es einfach super gefährlich, ja? Diese Tanzmeisterschaft, es geht um alles und deswegen sind wir auch vollstens ausgestattet, ja? Also die Police ist am Stissel, ja? Ich habe noch nie einen LKW gesehen von der Polizei. Crazy. Wir sind jetzt vor der Tanzschule und ich würde sagen, wir joinen jetzt erstmal. Ich habe seit gestern natürlich nochmal hart trainiert und einen krassen Move. Guck. Eine Bodenwelle. Also die haben alle ein bisschen mehr bereit als ich, aber nur so viel. Yeah. Oh, please. Kim, 17 Jahre alt, denkt, sie wird heute Meister und kann nicht mal einen Handstand. Meisterin, ich kann Handstand. Tja, was sagst du jetzt? Ich muss das einfach unterstützen, Leute. Es tut mir so leid für mich selber. Hä? Maurice, jetzt hör aber mal auf. Ich habe ein neues Outfit zusammengestellt. Ist voll cool, oder? Mega. Das ist eigentlich ein Oberteil und jetzt habe ich das so als... Wie nennen wir das? Was geht, Leute? Wir sind jetzt... das ist ein bisschen nah. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Meisterschaft. Wir standen schon ein bisschen im Stau, deswegen dauert das alles ein bisschen und zieht sich ein bisschen hin. Aber das Navi sagt, noch eine Stunde. Wir fahren jetzt direkt durch Hamburg durch. Ey, Hamburg ist so eine geile Stadt und Maurice schläft einfach die ganze Zeit. Ich dachte ja, wie süß Kim schläft. Kim! Oh Mann, hör mal auf, Maurice. Ey, wir sind jetzt sogar, glaube ich, schon da. Was ödes Schlölo, oder? Wir cruisen jetzt gerade noch ein bisschen herum, aber eigentlich theoretisch ist es schon 15 Uhr fast. Und es fängt um 15 Uhr an. Wir sind so ungefähr eine Stunde verspätet, aber das ist ja nicht so schlimm, weil die waren ja auf uns, weil wir sind ja die Besten. Sagte sie und danach verloren sie. Wird sie verloren gewesen sein? Wird sie verloren gewesen sein? Ja, yeah. Wir sind erreicht. Erreicht hier im Sportparadies Bad Oldesloe. So, da wird Kim heute ihr Fußballturnier starten. Ist aufgeregt? Dribbeln, dribbeln, dribbeln. Pass hierher! Ja, ein bisschen. Also, ich bin schon. Ist ein bisschen flau im Magen, ist mir. Ich sag. Du hast auch im Auto die ganze Zeit gefurzt, oder? Das warst du. Ich dachte, das wären die vibrierenden Massagesessel. So, die ganzen Mannschaftsbusse sind auch schon da. Das ist hier der ASTV-Tanzschule Gorkenheim. Los, wir müssen uns beeilen, ich muss tanzen. Das ist Tanzschule Weihnachtsbaum. Ey, es ist richtig heiß, oder? Ja, voll geil, dass ich meinen ganzen Tag in der Halle verbringen kann. Hä? Sind die alle hier, um dir beim Fußballspielen zuzugucken? Ja, ich hoffe, ich schieße 3 Tore. Pommes. Hallo. Leute, die Leute. Das ist die Tanzgruppe, die gewinnen wird. Ja. In allen Disziplinen, weit Hochsprung und so. Schon erregt? Ja, ich mache das immer so nachher. Ich bin schon sehr auferregt. Ich bin jetzt 268. geworden. Hallo, nein, das ist meine Startnummer. Es gibt einfach 268 Leute. Auf der Welt? Nein, die mich hier zerfetzen werden. Voll scheiße aus. Du denkst wirklich, dass du das gewinnst? Nein, ich gewinne es nicht. Hä, du hast doch immer gesagt, du gewinnst. Ja. Du hast voll groß angekündigt. Nee, ich hab's nicht. Das war mein Ziel. Aber heißt ja nicht, dass man alle seine Ziele erreicht. Hä? Ah, ich werde dafür Was kämpfen. Was ist das denn? Dafür bin ich hergekommen. Um dich hier verlieren zu sehen. Hör mal auf. Oh Mann, Maurice, motiviere mich jetzt mal ein bisschen. So, Adrian, bist du bereit? Wir fangen an mit der Sichtungsrunde Juniors 2. Mit der Startnummer 40 vom Team. Hey Tim. Du mich verarschen, Alter. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Ich war gerade voll in meinem Trainingsmode. Was machst du? Trainieren. Ich bin unnormal aufgeregt. Ja? Ja, guck, den Tanzschritt mach ich. Ist cool oder nicht so? Nicht so.
Und dann Spagat, warte. Und dann so. Und wie findest du die Meisterschaft bisher? Langweilig. Wir müssen ein paar Ausdrücke sammeln. Auf. Ich hab Angst, Maurice. Also, es beginnt um 16.40 Uhr, da fange ich an. Dann gibt's erst Sichtungsrunden, da tanzen alle, dann gibt's nochmal einzelne Runden. Und Finale ist dann auch erst später, Maurice, ne? Wenn ich da reinkomme. Ja, vielleicht fliegst du auch raus. Ja, kann gut sein. Ich hab wundervoll Angst, es sind auf jeden Fall richtig gute Tänzer dabei. Und oh, man steht, es gucken so viele Leute zu. 7 auf Tanzfläche A. 4, 6, 7. Kurze Einblendung von mir hier zu Hause. Und zwar kann ich meine Solo-Runde leider nicht reinschneiden, da die Musik Copyright geschützt ist. Also falls ihr euch die angucken wollt, und das muss sein, schaut auf jeden Fall auf meinem Instagram vorbei, da habe ich das gepostet. Folgt mir da auf jeden Fall auch, da poste ich auf jeden Fall auch immer coole, crazy Dinge. Also checkt das aus und viel Spaß weiterhin mit dem Video. Und die zweite Runde ist dann übrigens auch auf Instagram, also die ist auch nicht hier im Video. Entschuldigung, könnt ihr mal die Musik leiser machen? Hey Leute, okay, meine erste Runde ist auf jeden Fall vorbei. Ich habe noch nicht alles gegeben, also da ist auf jeden Fall noch was drin, aber es sind auf jeden Fall krasse Leute dabei, finde ich. Aber jetzt habe ich richtig Bock, ne? Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch 3 Stunden warten. Gönn dir eine nice Bockwurst. Lecker. Senf macht dumm. Wir sitzen gerade im Auto. Wir suchen jetzt nämlich noch einen Supermarkt. Wir sind gerade einfach... Und eine Toilette. Und eine Toilette. Da gibt's Toiletten. Mal. Wir glauben nämlich, dass wir noch total lange Zeit haben zum Tanzen. Wir sind uns natürlich nicht sicher, aber wir beeilen uns auf jeden Fall. Wir sind in der Runde weitergekommen. Ach so, ja, stimmt, Leute. Ich bin weitergekommen. Und das Ganze wurde in verschiedene Gruppen unterteilt. Das bedeutet einmal A-Reihe, B-Reihe, M-Reihe. Also A war am schlechtesten, B so mittel, M Master. Und it's me, the master. Guck mal, wie schön der Himmel ist. Amazing. Wir gehen jetzt erstmal zu Rave, weil ich auf jeden Fall ein paar Snacks brauche, um mich noch zu stärken und ein bisschen was zu trinken und noch was zu essen und noch was zu essen und lecker. Mit der Gang. Ich habe ein Stück Brötchen im Mund. Halt. So Leute, hier sind ja überall Tänzer und ich würde sagen, ich frage jetzt einfach mal jemanden, ob er ein Battle mit mir startet, ne? Ich bin übrigens Mrs. Snake, ja? Es ist noch niemand richtiges dabei. Habt ihr Bock zu battlen? Für meinen YouTube-Channel? Nee. Okay, wir brauchen einen anderen. Wir haben einen Freiwilligen gefunden. Ein großer Applaus für Chris. Peace. So applaudiert man in der heutigen Zeit. Wir machen jetzt so eine Art. Wir machen es einfach. Okay, let's go. Bing, pong, pong, ba, bang, ding, 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 rum, bum, dong, ding, ding, rum, ba, dum, bum. Ich brauche ein Beat, Alter. Sehr gut, das reicht. Vielen Dank, Herr Groß. Vielen Dank, vielen Dank. Sehr gut. Ja. Ich werde jetzt mit diesem Müll in diesen Mülleimer da hinten treffen. Okay? Okay, alles klar. 1, 2. Oh! Oh! Okay, ich habe gerade die zweite Runde getanzt und es ist auf jeden Fall richtig crazy gewesen. Ich weiß, ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin immer noch ein bisschen fertig, aber es geht wieder. Ich kann wieder atmen. So, wir müssen einen ganz kleinen Augenblick warten da oben. Die Tänzer sind jetzt alle durch, alle Gruppen sind durch und jetzt geht's gleich zur Siegerehrung, ey. Ich bin so aufgeregt. Auf jeden Fall bin ich in der Masterreihe und jetzt gibt's 6 Plätze. Und mal gucken, welche ich erreiche. Nee! Goldmedaille geht an Kim Müller. Und Ü30, die Tanzzeit Hiete. Platz Nummer 2.
Yo, welcher Platz bist du geworden? Ich weiß nicht, der mit Gold so zu tun hat. Ey, ich hab echt nicht damit gerechnet. Gang. Was sagen Sie anführende Meisterin? Dankeschön, ich habe Hunger und würde gerne was essen gehen. Bier! Ich hab mir mein Knie gebrochen. Fahr jetzt noch mit der ganzen Truppe zum McDonald's. Back at it again, McDonald's einen Tag später. Ich bin jetzt jeden Tag mein McDonald's, das geht nicht. So sieht's auch aus. Danke. Was nimmst du? 20er Nuggets. Du? Ich muss das mal überlegen. Hier sind die geschredderten Chicken. Nee. Das sind nicht die neuen. Essensreview. Also guten Appetit, ne? Haben wir uns echt verdient heute. Hier, lass mal Pommes anstoßen. Pommes! Das war's eigentlich auch mit dem Tag und mit dem Video. Ein voller Erfolg, oder? Ja. Es war richtig cool, es war ein richtig cooler Tag. Auf voller Linie. Ja, peace out. Achso, abonniert den Kanal. Hier abonniert ihr den Channel und dort gelangt ihr zu meinem letzten Video. Jo. Ciao.